Uhr tickt da oben nur. Noch 23%, dann geht die Welt unter. Es wurden keine feindlichen Streitkräfte entdeckt, aber vermutlich können wir einige Ressourcen finden. Untersucht den Ort. Tech und Materialien. Sehr gut. Und solange unser Scan hier drüben läuft, der uns den Weg nach hier unten eröffnet. Irgendwie. Mama mia, du. Anu wird gerade ausgerottet. Haven destroyed. 78. Instrumente der Freiheit. Unsere Soldaten sind am Rande einer verlassenen Stadt gelandet. Die meisten Gebäude sind ausgebrannt, aber mitten im Zentrum gibt es eine Bank, in die eingebrochen wurde. Überall auf dem Fußboden liegen alte Banknoten verstreut. Vor dem Pandora-Virus wären jetzt alle Millionäre gewesen. Die Bank durchsuchen. Der Großteil der Sachen in diesem Gebäude, für die man früher getötet hätte, sind heute wertlos. Glücklicherweise haben unsere Soldaten ein paar Dinge gefunden, die auseinandergenommen und wiederverwertet werden können. Tech 15, Materialien 250. Haben unser Konto mal wieder aufgefüllt, von null auf, also von fast null auf ganz gut. Aber in dem Spiel ist eher das große Problem, die richtige Balance zu finden, diesen Balken hier oben zurückzudrücken. Das heißt also, jedem angegriffenen Haven zu helfen und diese Story voranzutreiben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass du die Story nur dann gewinnen kannst, wenn du hier die einzelnen Missionen machst. Zumindest mal laut deren Beschreibung. Ups. Nein. Okay, eingeschlafen vom Rechner. Irgendwie dachte ich gerade. 79. Holla die Waldfee. Erbarmungslos wie die Sonne. Eine plötzliche Massenhalluzination, bei der unsere Soldaten plötzlich glaubten, in den Ruinen einer antiken Stadt gefangen zu sein, hat zu mehreren Verletzungen geführt, als die Betroffenen verzweifelt versuchten zu fliehen. Der Schrecken, den wir empfanden, war wie eine Mauer, sagte einer unserer Soldaten. Er war absolut, er war vollkommen. Es gab nichts, was wir dagegen tun konnten, außer wegzulaufen, um jeden Preis wegzukommen. So etwas habe ich noch nie gespürt. Auch nicht auf dem Schlachtfeld. Das, was in dieser Stadt lebt, es ist nicht wie wir. Es zu bekämpfen, ist wie der Versuch, die Flut aufzuhalten. Steigere die Dosis Medikaments. Das ist ja wieder mal ein Timing. Das ist ja wieder mal ein Timing. Logistik B. Krankenstation. Das wird jetzt hier richtig fett eng.
Halt zumindest durch. Das Legion Haven ist under attack. Oh. Ach, Rebellion. Ne. 29-1. Die haben jetzt die ganze Biomasse der von der Anus quasi mitgenommen. Ich glaube nicht, dass ich das hier noch alles schaffe. Haven destroyed. Da. Oh, ein Häppchen. Genau da, ja. Danke. Wird hier vollumfassend versorgt. Eine neue Basis. Am Arm der Welt. Also, naja. Jetzt mal rein. Rein eher auf dieser Kugel hier gesehen. Weil ja da eigentlich meine Basen sind. Muss erstmal eine Krankenstation hin. Die habe ich hier nicht, oder? Nahrung, Forschung, Strom, Zugang. Krankenstation. Einen Lift brauchen wir auch noch. Und eine Runde Nebel. Nebel. Schon ist die ganze Kohle wieder weg. Ja, das brauche ich so schnell nicht, das sehe ich jetzt schon. Okay. Oh. Pandorana wird Phoenix Lager 2 in 16 Stunden erreichen. Damit hat sich Lager 2 bald erledigt. Das ist mies. Und ich habe hier kein wirkliches Personal drin. Allerdings 2 Lager 2. Eine Aspida und du bist in Lager 2. Was steht da? Level up und die Waffe ist nicht wirklich. Extrem mies. Ich denke, das brauchst du gleich. Vor allem in 16 Stunden. Ich bin im Moment gerade relativ ratlos, weil ich sag mal, die Angriffe gehen ja weiter. Also die Angriffe finden ja regelmäßig statt.
egal wie viele du auffällst, mindestens genauso viel werden dir wieder angegriffen. Tja, Apollonia, das war alles, was ich für dich tun konnte. Das ist heilen. Okay. Genauigkeit. Ja, du bist auf jeden Fall nicht zu übersehen. Das ist schon eins, was klar ist. Zig Schuss. Du hast wahrscheinlich 5 Schuss in deinem... Ist das übel? Ja. Ist like it is. Schwupp. Muss ja ganz kurz ein Stück Pizza essen. Da gibt es sogar noch eine Phoenix-Basis hier in Südamerika. Irgendwo. Stunde. Was zunächst wie ein Bunker aussieht, der Überlebende verstecken könnte, entpuppt sich eher als Archiv. Irgendwann vor dem Zusammenbruch nutzte jemand diese Einrichtung, um eine umfangreiche Sammlung von Computerspielen für das längst nicht mehr existierende Betriebssystem DOS zu speichern. Die Nachricht von dieser Entdeckung verursacht eine ungewöhnliche Welle von Nostalgie und Aufregung, die in Anfragen von Neujericho und Synetrium nach Weitergabe des Materials gipfelt. Teilt das mit Synetrion. Teilt es mit allen. Ich bin doch im Krieg mit denen, ne? Synetrion. Die Enthusiasten von Synetrion sind dankbar für dieses kostbare Artefakt des menschlichen Einfallsreichtums, das die rohen Militaristen von Neujericho nicht zu schätzen wissen würden. Höchstwahrscheinlich wissen die nicht einmal, wie sie den richtigen CRT-Look nachbilden können. Steht in der Nachricht aus Synetrion. Peterloo Town zerstört. In 3 Stunden geht da oben die große Knallerei los. Die geht zwar nicht lang, aber wird sehr hässlich. Los geht's. Oh, noch ein paar Sekunden vorher. Tja, ein Stück Pizza noch schnell.
Genau, eine Einheit und zwei Panzern. Also die Aspida. Gut, dass der da steht. Und wieso steht hier überhaupt ein Vogel drin? Das ist noch die große Frage. Dankeschön. Also, was wir jetzt wissen, ist, dass die Aspida auf jeden Fall auch Offensivkräfte hat. Die hat hier irgendeine Hailstorm-Waffe. Alles schön verteilt. Gleich mit zwei Hexen natürlich. Ah ja. So, da ist mal der Eingang. Also so wie es den Anschein hat. Base Defense. So wie es den Anschein hat, kann mein Techniker. Wo ist denn mein Turm bitte? Intelligent von mir. Das kostet schon mal eins. Was ist das ein Rattenkram? Also wenn's gut läuft, sind ausschließlich diese zwei Hexen als Übernahmetrupp losgeschickt worden. Wenn's gut läuft. Wenn es schlecht läuft, dann ist das Thema durch. Einem angrenzenden Platz. Oh man. Das ist ja super hässlich. Du musst jetzt mal weg, weil du wirst sonst in der nächsten Runde übernommen. Oder bist du irgendwie... Musst da hin. Target detected. Na, jetzt haben wir schon die Antwort drauf, ob das alles war. Nein, das war nicht alles. Running. Zwar schleunigst. Ja. Einzige wirkliche Einheit. Fräulein Aspida.
Geräuschloses Schweben. Du bist aber super unbeweglich, ey. Holla die Waldfee. Was, du hast noch 2 Punkte? Ach, du kommst hier nicht durch? So, zum Thema, du bist unbeweglich. Okay. Du bist einfach zu dick. Ich meine... Also realistisch gesehen kämst du hier durch. Aber aus irgendeinem Grund geht's halt nicht. Shit, das war's schon. Punkt ausgewählt. Alles? Nein. Das muss doch irgendwie gehen. I see them. Ja, ja. I know. Kann ja nicht sein, dass es hier, dass der in der ersten Runde sofort übernommen wird. Ich meine, sein kann alles, aber. Vielleicht schießt er sich auf die Aspida ein. Schreihals. Ja, Gott. Dem Motto, Freddy kommt und holt dich.
Und da hinten konnte die hierher laufen. Ratlosigkeit schlägt da um sich. Ja.